So, schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich schaue hier gerade wundervoll gegen die Sonne. Traumhaftes Wetter zum Arbeiten und traumhaftes Projekt. Und zwar, wer mir so ein bisschen auf Instagram folgt, wird gesehen haben, ich habe einen ganzen Haufen alter, uralter, wirklich jahrhundertealter Balken bekommen aus einem alten Rasthof, wo ich schon in Schmetterling. Genau, daraus baue ich verschiedene, mache ich verschiedene Projekte. Ich baue mir ein Bett, Regale und so weiter und so fort. Grundvoraussetzung, wenn man ein schönes Projekt aus alten Balken machen möchte, ist, dass man diese Balken restauriert oder ja, wieder schön macht. Und da möchte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Also wenn ihr Interesse daran habt, wie ihr aus so einem alten Balken so schöne Balken machen könnt, wie ihr hier seht, dann bleibt bei dem Video dran. So, genau, zum ersten, ja, die Frage ist immer, wie möchte man die Struktur von dem Balken am Schluss beibehalten? Man kann einfach hingehen, wenn man das genauso dreckig, stachelig haben möchte, wie es jetzt ist, kann man hingehen, kann man einfach mit einem Kompressor, mit Hochdruckluft den ganzen Staub, weil das sollte man tatsächlich tun bei jahrhundertalten Balken, rauspusten. Wem das nicht genügt, der kann nochmal mit dem Hochdruckreiniger drüber gehen, allerdings bin ich da kein wirklicher Fan von, weil das Holz einfach sehr feucht macht. Genau. Ich bin Fan davon, wirklich hier mit so einem Schrobhobel, die obere Schicht abzunehmen. Ich glaube, den ganzen jahrhundertealten Staub kriegt man einfach. Oh, ich habe einen Schmetterling auf der Schulter. Wie schön, hi. Bekommt man einfach nicht raus sonst. Mit dem Schrobhobel kannst du alles schön abhobeln, aber es sieht nicht später aus, wie wenn es maschinell gehobelt worden wäre, sondern durch die geschwungene Klinge behält das Ganze eine geschnitzte Struktur bei, was ich wirklich sehr, 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 sehr schön finde bei einem, ja, soll ja alt und rustikal bleiben, das Ganze. Genau, wichtig ist, bevor ihr anfangt zu hobeln, untersucht den Balken sehr, sehr genau auf alte Nägel oder sonst irgendwas. Also ihr seht das, wenn ihr hier Detailaufnahme, es sind unzählige alte Nägel drin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kann man die Nägel reinklopfen, dafür gibt es so ein dünnes Eisen, einfach mit dem Hammer draufgehen und reinklopfen. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht die raus. Wenn ihr die reinklopft, könnt ihr die Oberfläche behandeln. Ihr müsst aber bedenken, wenn ihr die Balken später aufsägen wollt, was ich jetzt zum Beispiel bei meinem Bett und auch bei meinem Regalprojekt machen werde, dann müsst ihr entweder genau wissen, wo die Nägel sind, oder ihr müsst sie doch irgendwie rausziehen. Also das ist wichtig, ansonsten haut ihr euch mit eure ganzen Sägeblätter. So, wenn ihr die Nägel rausgeholt habt, genau, habe ich jetzt an einem anderen Brett auch als Beispiel mal gemacht, nehmt ihr den Hobel und hobelt einfach die Oberflächenstruktur ab. Das ist wirklich eine sehr einfache, meditative Arbeit, würde ich sagen. Genau. Klar, man nimmt immer nur die obere Schicht von dem Holz weg. Ihr seht, wenn ihr kleine Täler habt, dann müsst ihr einfach so lange abtragen, bis ihr auch das Tal erreicht habt. Genau, aber wie ihr seht, das geht wirklich mit einem scharfen Messer, geht es wirklich sehr einfach eigentlich. Und ja, es macht ist eine unfassbar meditative, spaßige Arbeit, vor allem wenn man in der untergehenden Sonne arbeiten darf. Und wenn alles gut abgehobelt ist, könnt ihr hingehen. Ich bin nochmal mit einer Schleifmaschine. Genau, hier mit einer Schleifmaschine drüber gehen. Ich habe jetzt ein sehr, sehr grobes Blatt erstmal genommen. Ich glaube, es ist ein 60er. Ja, mit einem 60er Blatt. Aber nur wirklich offene Stellen anschleifen, weil diese Schnitzstruktur, die wollt ihr jetzt nicht rausschleifen. Ansonsten hätte man sich das mit dem Schrobhobel nämlich auch sparen können. Einfach leicht also ihr seht, manche bleiben so Kanten da, dass man das sich da nicht aufreißt. Die könnt ihr dann einfach anschleifen. So, wenn ihr das Ganze leicht abgeschliffen habt, der Schmetterling ist echt ein guter Freund von mir hier, dann geht ihr einfach mit einem Tuch drüber und guckt, dass alles wirklich schön staubfrei ist. Entschuldigung, Schmetterling. Und dann geht es ans Einölen. So, hier ist mein Öl. Ich habe hier eine Leinöl-Firnis mit Balsam-Terpentinöl. Das ist ein Halböl, ohne Beschleuniger drin. Ich verlinke euch das unten. Für mich das beste Öl. Könnt ihr eigentlich jedes Holz mit einölen. Unglaublich gesunder Geruch. Boah, wirklich. Das wundervollste Öl, was es einfach gibt in meinen Augen. Macht ihr einfach in eine Ölwanne rein.
und dann wirklich erstmal sehr, sehr satt einölen. Also so ein alter Balken saugt einfach sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Öl ein. Wenn ihr das Ganze wirklich satt eingeölt habt, wartet am besten 10 Minuten. Wenn nach 10 Minuten nämlich noch leicht glänzende Bereiche zu sehen sind, müsst ihr die auf jeden Fall mit dem Tuch wieder oder mit einem sauberen Baumwolltuch wieder abwischen, weil da ist einfach zu viel Öl aufgetragen worden. Wenn ihr das nicht sofort wegnehmt, fängt es an zu kleben. Wichtig ist auch an Stirnseiten zum Beispiel, die saugen wahnsinnig, wahnsinnig viel Öl. Tragt da der Schmetterlinge. Nicht auf das Geölte, gell? Tragt da nicht zu viel auf, oder wartet ab, bevor ihr eine zweite Schicht drauf macht, weil manchmal schwitzt es oder dünstet es wieder an den Stirnseiten das Öl aus und dann fängt es dort an zu kleben. Das gilt es zu verhindern. Wenn es richtig, richtig gut eingezogen ist, so nach 2-3 Tagen, wie gesagt, das ist kein Beschleuniger in dieser Firnis drin, dann könnt ihr einen zweiten Ölgang machen, sogar einen dritten Ölgang machen. Wenn dann alles gut trocken ist, ihr könnt es immer testen, wenn ihr ein 240er Schmirgelpapier zum Beispiel nehmt und dann ganz leicht drüber schmirgelt und es entsteht dieser feine Schmirgelstaub, dann ist das Holz gut durchgetrocknet. Wenn ihr das sofort ein bisschen klebrig wird, das Schmirgelpapier, oder dunkel wird, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ihr weiter bearbeiten könnt, euer Holz. Und zu guter Letzt könnt ihr einfach mit einer Stahlwolle nochmal drüber gehen. Alles schön abreiben oder 90 Grad hat das so einen Schmirgeleffekt mit einer Stahlwolle und da kommt die Farbe dann nochmal, ja, richtig, richtig schön raus. Also ihr werdet sehen, die nächsten Tage kommt bei mir ein Bettprojekt. Ich baue mir ein Bett eben aus den Balken. Kommt so in 2-3 Wochen, denke ich, das Video raus. Da seht ihr, wie dann so ein Balken tatsächlich nach 3-mal Ölen und mit Stahlwolle abreiben aussieht. Genau, letzter wichtiger Hinweis, wenn ihr mit eurem Baumwolltuch das überschüssige Öl abtragt. Diese Leinölfirnis ist selbstentzündlich und das ist wirklich, also selbstentzündlich heißt, wenn ihr das Tuch irgendwo liegen lasst, könnt ihr das von ganz alleine Feuer fangen. Das heißt, legt es am besten es reagiert mit Sauerstoff, entweder in ein Glas oder in eine feuerfeste Schale oder sonst irgendwas. Genau. Bloß nicht in einen Papierkorb schmeißen oder sonst irgendwas. Das ist wirklich tödlich. Alles klar. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt zu Teilen aus dem Video, wenn ihr irgendwas anders macht, wenn ihr Ideen habt, Anmerkungen oder sonst irgendwas, schreibt mir einfach einen Kommentar oder folgt mir auf Instagram, da bin ich seit neuestem auch aktiv. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Sonnenuntergang, wie mir.